stürmischen Bedingungen. Bei stürmischen Bedingungen. So, jetzt bin ich ein bisschen planlos. Planlos ist nicht gut. Da schon eingesperrt habe, dann einen da in der Bäcker rein und fangen wir an, hier sind zu produzieren, Alter. Bam. Bei der Kredit hat man jetzt ein bisschen reingeschissen bei den Helfern. Warum? Weil ich jetzt hier durch den Minus bin. Achso. Ist gut. Finde ich auch. Von Zähne putzt. Mach das alles bitte noch. Ja. Bitte? Wichtig, wenn die Kinder Aufgabe haben, wenn sie nicht da und sagen, ist Faden und so. Sagen das eure auch? Nein, wir sind schon in einem alten. Mit 5 Minuten was bis Bad. Alter, so viel Spielsache. Aber mir ist Bad. Siehst du, uns wird nie Fahrt. Uns wird nie Fahrt. Bei dem einen Feld habe ich mich eh geärgert, Alter. Da habe ich noch mit einem normalen Helfer gemacht. Und der hat mir immer wieder Stellen auslassen. Das war 23 Uhr und ich denke, geht sich aus, alles ausbessern. Es ist ausgegangen um 10 Minuten nicht, dass alles ausbessert worden ist. Was? Fahr dann eh gleich in deine Gegend. Weißt du? Ja, meine Maisfelder da drüben ernten.
normal, aber sie ist. Ich hoffe doch, dass ich da beim Silageverkauf gut was rauskomme und da kriegst du den Erlös einmal. Ehrlich gesagt. Dann schauen wir, wie viel noch über ist. Ich habe da jetzt noch was anderes reingeschoben. Gut. Schau ich dann gleich. Ins Forum oder so? Na, SMS. Forum. Okay, pass. Hätte ich auch schreiben können. Na, pass, nur dass ich. Schade, was. Aber kannst du nicht hier sehe ich auch in der Bäckerei verwenden? Ja schon, aber Stroh geht, kommt ganz raus. Ach so, ja. Ja, hier verwende ich in der Bäckerei. Aber das meinte ich jetzt nicht, ich meinte das mit Drescher. Ja, können wir auch so machen dann. Dann schlage ich da gerade das Nutzung vor. So, wo fangen wir denn da an? Bitte? Bei welchem Feld fangen wir denn da an? Ich glaube da hinten einmal. Ich hab da aber nicht so viel zum Auffangen. Ach, bei mir wächst alles noch. Du hast auch bei mir noch eine Rechnung offen, die können wir dann auch gleich gegenrechnen, wenn du magst. Eine Rechnung offen? Na, dann lösche ich sie und tu mal gleich reduzieren. Irgendwie eine Rechnung offen? Schon. Was habe ich nicht bezahlt? Das habe ich erst vor zwei Tagen reingestellt. Für Stroh oder was? Morgen gleich. Außer du brauchst das derzeit. Gut. Man, oder wir rechnen es gleich gegen, kannst du auch machen, wie es dir lieber ist. Ja, das meine ich ja. Ja, dann können wir auch gleich gegenrechnen dann. Weil dann tue ich die Rechnung löschen. Und tun wir einfach abziehen.
Zu. Bitte? Zu. Dann haben wir noch 1, 2, 3. Vier. Okay, die wachsen alle noch. Der Traktor, den ich gekauft habe, der braucht zwar lange, bis er anfährt, relativ, aber wenn er mal fährt, dann fährt er. Den Oldtimer jetzt oder generell? Nein. Der Oldtimer. Den DÖS D6206 Pumped hab ich da geholt gehabt. Aber Benzin ist auf dieser Karte ordentlich teuer, finde ich. War noch nicht danken, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich war schon oft danken, Alter. Oder es kommt mir nur so vor, ich weiß es nicht, aber ich habe immer Zeit so 2.000-3.000 Euro pro Tank. Na gut, aber es kommt eh hin. Kommt eh hin? So, dann werden wir pressen. Wieder Menge Holz zum Pressen. Jede Menge oder was? Ja, schon. So viel rauskommt, glaube ich. Bei Mais ja. Auch? Was bei Mais? Heu. Ich meine, das passt. Ich muss Heu pressen. Ja, schon, aber bei welche Felder? Welche Fruchtart? Ja, krass. Wo soll man sonst Heu machen? Ach so. Also, Blödsinn. Heu. Ja, okay. Ja, nein, das habe ich jetzt. Okay, ist es. Der neuen Presse gleich. Gleich mit der neuen Presse, dass wir große Ballen machen. Ah, welche hast du denn gönnt? Die ohne Rundballen. Ah.
So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den großen davor gespannt. Aktion 960. So, zeig nochmal, was kannst. Ja, es ist die Ballenpresse, die so viel braucht dann. Silage ist leider auch noch nicht ganz. Ich komme mal auf 7 km/h rauf. Was der Vorteil ist, wenn das ganze Ding so lang ist, ich kann vorne schön aus, mit dem Traktor habe ich einen engeren Radius als hinten. Da kann ich schön das aufsaugen und dann nimmt man das hinten alles mit, obwohl ich hinten nicht so ausscheren kann. Mhm. Ich habe noch 384.000 Kredit zum Zurückzahlen. Das ist viel.
Hast du neu aufgenommen jetzt oder ist das noch immer? Nein, das nur den alten. Ah, der alte noch. Hm. Wow. Ich habe gemerkt, ich bräuchte vielleicht noch. Da werde ich mal auch mieten. Wow. Zwei Anhänger. Das Ernten. Aber das ist doch eh, oder? Anhänger. Ey, aber nur drei. Und wenn jetzt steht da Häcksler zum Beispiel, wenn der ein Ausland fährt. Achso, voll und du kannst nichts machen. Oder wie? Ja, der Häcksler tut ja nichts speichern. Das heißt, du brauchst einen Anhänger jetzt eigentlich. Ah ja. Muss man da noch zwei Anhänger mieten? Die wollte ich mal kaufen, aber ich werde mir die auch mieten. Bei mir stehen dabei welche frei. Wie gesagt, derzeit habe ich nichts zum Ernten. So, 13 Ballen sind rausgegangen. Zwei Anhänger könnt ihr dich da gleich rüberschicken. Also na, jetzt brauche ich nicht, jetzt habe ich nur zwei Felder dran. Okay. Aber eben fürs nächste, für die nächste Periode muss ich mal eben. Und schauen, wie viel ich jetzt zusammenkriege. Ja. Gut, da kriegst du Kohle auch rein. Ja, ich sag ja, schauen wir mal, wie viel ich jetzt durch die Ernte dann wirklich reinkriege. Kriegst du dann auch was? Na gut, das brauche ich dann schon für den nächsten. Ah, das ist schon verplant quasi. Die das ist schon verplant, ja. 140. Ich brauche ja trotzdem einen Traktor, aber ich kaufe mal einen kleineren, weil der weniger verbraucht. Mhm. Brauchst du ein Riesending? Aber überhaupt nicht. Wird das noch reichen fürs nächste Feld?